Hallo zusammen. Sag mal, findet ihr es auch so unplausibel, dass Filmprotagonisten es immer auf den letzten Drücker schaffen, sich aus jeder noch so ausweglosen Situation zu retten? Im echten Leben gibt es so etwas ja gar nicht. Das stimmt aber nicht. Heute zeigen wir euch unfassbare Glücksfälle, die so manchen Fantasy-Film nicht mehr so unglaubwürdig erscheinen lassen. Lasst uns loslegen. Wow, tolle Stimme. Es hört sich fast nach einem Cover eines Michael Jackson Songs an. Es fehlt eigentlich nur der Moonwalk. In Wirklichkeit hat die Busfahrerin gar nicht gesungen. Es war ein Aufschrei der Verwunderung, den sie beim Anblick eines Hirsches von sich gab, der ihr direkt vor der Kühlerhaube über den Highway rannte. Und zuvor hat der wilde Parkourläufer ein Auto übersprungen. Wow, das war echt sehr knapp. Es haben nur ein paar Zentimeter gefehlt und die Drohne wäre von den Rotoren des Hubschraubers erfasst worden, woraufhin beide Fluggeräte sicherlich ins Meer gestürzt wären. Die Aufnahme hat eine echte Schrecksekunde eingefangen. Schaut euch die zwei Glückspilze aus Indien an. Erst gelang es ihnen, einen hungrigen Leoparden und gleich danach einer Meute streunender Hunde zu entkommen. Fragt uns nicht, wie dieser riesige Tigerhai am Kai gelandet ist. Diese Frage kann vermutlich niemand beantworten. Möglicherweise hatte er es satt, sich von Plankton zu ernähren und beschloss, sich auf die Suche nach einer kulinarischen Abwechslung zu begeben. Wie dem auch sei, sein Vorhaben ist fehlgeschlagen. Schön, dass der Staplerfahrer sich als echter Profi zeigte. Überlegt mal, wie schwer es ist, so einen gewaltigen Fisch verletzungsfrei wieder ins Wasser zu befördern. Philip Wolf war an einem Freitagmorgen geschäftlich auf dem Highway unterwegs und hatte es ziemlich eilig. Auf einmal ist er in einen riesigen Stau hängen geblieben. Tja, in einer solchen Situation hilft nicht einmal der stärkste Kaffee der Welt. Als wäre das nicht genug gewesen, wurde die Frontscheibe seines Autos plötzlich von einer Stahlschlange durchbohrt, die sich von der Ladefläche eines vor ihm herfahrenden Lastwagens gelöst hat, und zwar ohne, dass dessen Fahrer es mitbekommen hätte. Philip kam zum Glück mit dem Schrecken davon, aber der Adrenalinschub hat ihm für mehrere Wochen gereicht. Am Vorabend von Halloween spielen alle Leute verrückt. Man versucht, ein möglichst ausgefallenes Outfit zu ergattern. Es werden wilde Partys gefeiert und Süßes oder Saures gespielt. Aber manche Menschen drehen etwas mehr durch als alle anderen. Und das ist das Ergebnis davon. Habt ihr irgendwelche Ideen, was so ein riesiges Loch in die Windschutzscheibe gerissen haben könnte? Genau, ein Kürbis. Ein unbekannter Spaßvogel hat große Kürbisse von einer Brücke auf die Fahrbahn geworfen und einer davon hat das Auto eines Studenten aus Indiana namens Caleb getroffen. Zum Glück wurde die Scheibe auf der unbesetzten Beifahrerseite durchschlagen, sonst wären schlimme Verletzungen oder gar der Tod des Fahrers die Folgen gewesen. Tja, der unbekannte Witzbold ist eindeutig zu weit gegangen und für den jungen Mann gehört Halloween seitdem bestimmt nicht mehr zu den Lieblingsfesten. Ist euch aufgefallen, dass Unglück oft die Eigenschaft hat, gehäuft aufzutreten? Man hat das Gefühl, in einer Pechsträhne zu stecken, wenn einer schiefgegangenen Sache die nächste folgt. Hier ist ein gutes Beispiel. Zuerst hat die junge Dame die Welle nicht erwischt und dann wäre ihr beinahe das Surfbrett einer anderen Surferin an den Kopf geflogen. Wir fragen uns, ob sie an demselben Tag einen weiteren Wellenrittversuch unternommen hat. Der Beruf des Feuerwehrmanns ist im höchsten Maße fordernd und gefährlich, aber das wisst ihr ganz sicherlich auch selbst. Doch so etwas habt ihr bestimmt noch nie gesehen. Diesen Feuerwehrmännern aus Dearborn ist während eines Einsatzes auf dem Dach eines brennenden Gebäudes der Boden wortwörtlich unter den Füßen eingebrochen. Tja, die Fähigkeit, einen klaren Kopf in jeder schweren Situation zu behalten, gehört eben zu diesem Job dazu. So, was ist denn das für ein Driftwettbewerb? Der Mann hat das Spannendste verpasst. Guckt mal, wie gelassen er wirkt, obwohl sein Wagen beinahe frontal gerammt worden wäre. Wie lange muss man trainieren, bis man so eine Selbstbeherrschung hat? Es ist normalerweise kein Problem anzuhalten, wenn man ein Wildtier auf der Fahrbahn an der Landstraße vor sich sieht. Doch wenn während eines Formel-1-Rennens ein Murmeltier auf der Strecke auftaucht, sieht es damit wesentlich schwieriger aus. Hey Kumpel, wenn du mit Lewis Hamilton mitfiebern wolltest, hättest du dir einfach ein Ticket besorgen können. Du hättest es bestimmt mit einem Rabatt gekriegt. Dürfen wir vorstellen? Das ist Max. Er lebt auf Hawaii und ist ein leidenschaftlicher Surfer. Denkt ihr, er würde ein sorgloses Dasein führen? Eigentlich schon. Außer an den Tagen, an denen riesige Haie auf ihn zuschwimmen und von seinem Brett zu kosten. Der Größe des abgebissenen Stücks nach zu urteilen, ist der Fisch mächtig hungrig gewesen. Und ihr dachtet wahrscheinlich, dass es ein Surfboard mit einer speziellen Form wäre, oder? Dieses Dashcam-Video zeigt auch eine gefährliche Situation, in der es um ein Haar zu einem schlimmen Unfall gekommen wäre. Der Fußgänger entschied sich, in völliger Dunkelheit die Straße zu überqueren. Der Fahrer hat ihn zum Glück in allerletzter Sekunde bemerkt und ein Ausweichmanöver eingeleitet. Das war wahnsinnig knapp.
Während die einen Autofahrer Probleme mit den optischen Erkennen von Fußgängern haben, scheinen die anderen nicht zu wissen, dass ihre Fahrzeuge mit Rückspiegeln ausgestattet sind. Wie konnte der Fahrer des SUVs den Reporter und den Kameramann nur übersehen, als er rückwärts fuhr? Oder wollte er unbedingt ins Fernsehen kommen? Diese Familie war offensichtlich so wild entschlossen, den Zug zu erwischen, dass sie nicht einmal vor der Gefahr zurückschreckte, mit voller Wucht hineinzukrachen. Aber noch erstaunlicher ist ihre Gelassenheit. Was ist das, eine große Bolle am Heck? Das macht nichts. Wie fühlt man sich, nachdem man gerade nur knapp den Zusammenstoß mit einem riesigen motorisierten Surfbrett vermeiden konnte? Die Reaktion des Machers dieses Clips nachzuurteilen, nicht schlecht. Jeder sollte eine so positive Einstellung zum Leben entwickeln. Und dieses Kaninchen hat definitiv keine Chance. Der Falke hat ihn fest in den Krallen und dieser Vogel lässt die gefangene Beute niemals entkommen. Es sei denn, er lockert seinen Griff in einem Anfall von Zerstreutheit und schon ist die Mahlzeit über alle Berge. Lauf, Kaninchen, lauf! Oh mein Gott! Lawine ist ein Wort, das man in Anwesenheit eines Ski- oder eines Snowboardfahrers besser nicht benutzen sollte. Zumindest nicht, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Denn die Chance, Schnee- und Eismassen lebend zu entkommen, ist zwar real, aber denkbar gering. Und dieser Mann hat eine Lawine nicht nur überlebt, sondern sogar gefilmt. Vermutlich hat er sie selbst ins Rollen gebracht. In etwa 90% der Fälle wird eine Lawine nämlich nicht durch natürliche Faktoren, sondern durch Menschen ausgelöst. Und jetzt aufgepasst! Diese Frau hat ihre schweren Taschen an den Pfahl an einer Bushaltestelle gelehnt und ist dann aus irgendeinem Grund zur Seite gegangen. Im Nachhinein konnte sie sich selbst nicht mehr erklären, warum sie sich von ihren Sachen entfernt und auf ihren Bus so weit von der Straße gewartet hat. Denn kaum war sie weg, passierte das. Der Champagner war natürlich sofort hin. Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Frau sich nachher eine neue Flasche gekauft hat, um ihren zweiten Geburtstag zu feiern. Wir wurden mal gebeten, ein maximal kurzes Video mit dem denkbar größten Spannungseffekt zu zeigen. Und wir haben das hier herausgesucht. Der Kerl ist ein riesen Glückspilz, nicht wahr? Was starrt dieser Bursche da an seinem Arm an? Ihr werdet es nicht glauben, aber was das auch ist, das hat ihm vermutlich das Leben gerettet. Denn wenn er in dem Moment durch seinen Twitter-Newsfeed gescrollt hätte, wäre er auf der Stelle tot. Er ist zur Seite gesprungen, sogar bevor die ersten Wandteile krachend auf den Boden aufgeschlagen sind. Sein Reaktionsvermögen ähnelt dem einer Anime-Figur. Hut ab, Kumpel. Oh Mann, was für ein Sturm. Mal gucken, wie es sich da draußen anfühlt. Der erste Anlauf war ein bisschen zögerlich und der zweite fand erst gar nicht statt, denn der Kerl wurde nur knapp von einem fliegenden Trampolin verfehlt. Wenn ihr auch so viel Schwein im Leben haben wollt, abonniert Mentale Zuflucht und das Glück wird immer auf eurer Seite sein.